Ja, willkommen ihr beiden. Das grosse Finale ist da. Das Playoff-Finale für den Playoff-Quiz-Fight. Playoff auf Mies hat es jetzt leider nicht gegeben in der National League, aber hier bei unseren Quiz-Fights hat es gegeben, hier auf MySports. Und ihr zwei sind die Glücklichen oder die Geschickten, die es geschafft haben, bis ins Finale rein, Viertelfinale, Halbfinale überstanden. Sven, du hast Lausanne ausgeschaltet mit dem Lukas Frick und nachher ist es weitergegangen gegen Lugano, Sandro Zurkirchen ausgeschaltet. Michael, du hast auch einen guten Lauf hinter dir. Zuerst Genf ausgeschaltet und nachher noch Fribourg. Und jetzt stehen ihr beide im Finale. Was macht euch so stark, Sven? Was hast du das Gefühl? Ist es der Heimvorteil, der dir ein bisschen zu gut kommt? Ja gut, ich bin, glaube ich, im Viertelfinale wie im Halbfinale über alles über Spiel gegangen. Wegen dem, ich bleibe immer noch mit dem Heimvorteil. Ja, ich sage, das passt schon etwas aus. Eben, der Heimvorteil, der sich daraus erarbeitet hat, indem das dritte Worte sind in der Qualifikation und somit hat er immer Heimvorteil gehabt und hat er auch jetzt hier im Finale, der Sven mit dem HCD. Michael, du hast überzeugt mit gewissen Sachen, die du schon nachgelesen hast oder die du gewusst hast, jetzt zum Beispiel die totale Zuschauerzahl, die du irgendwo mal in der Zeitung gelesen hast, also du hast mit deinem Wissen können punkten. Ja, weniger. Das ein oder andere Mal, ja. Das Rest kann ich auch raten, aber hat natürlich schon ein bisschen geholfen, ja. Eben, es sind höchstens sieben Schätzfragen. Wie immer, ihr wisst, wie es funktioniert. Der, der zuerst vier Punkte hat, vier Spiele sozusagen gewonnen hat, ist in dem Fall Meister von den Playoff Quiz Fights. Dann würde ich vorschlagen, sind ihr bereit? Ja. Dann starten wir gerade, oder? Mit der ersten Frage und da eben zuerst die Antwort dann von Michael, weil der Sven eben einen Vorteil hat. Wie viele Zuschauer hatte der EV Zug in der Regular Season total? Also wir haben ja schon im Viertelfinale mal gefragt, wie viele Zuschauer sind total gewesen von allen Clubs in allen Spielen. Falls ihr die Zahlen noch so ein bisschen wissen, könnt ihr vielleicht ein bisschen rechnen. Also die Frage ist, wie viel das der EV Zug hat. Oh, das ist schon schwierig. Das total weiss ich noch, aber ich würde sagen, Zug ist recht in so im Schnitt von der National League, von den Zuschauern, von dem her. Das geteilt durch 12 rechnen, jetzt müsste schon mal zu gut sein. Ich würde sagen 180'000. 180'000, sagt der Michael. Sven? Ich sage weniger. Du sagst weniger und wir sehen, es ist ein leichter Vorteil, wenn man Heimvorteil hat, indem dass man beim ersten Spiel als zweites antworten kann. Nicht ganz einfach für den ersten, wo man so eine Zahl muss sagen, weil es ja wirklich schwierig ist zum Schätzen. 180'000 hast du gesagt, Michael. Es sind genau 164'343 Zuschauer gewesen. Und dabei hat der Sven den ersten Punkt geholt. Ja, aber es ist gut. Es ist jetzt gar nicht. Ich habe jetzt gedacht, im Schnitt haben sie 7'000. Mal 10 sind 70, mal 20 sind 140 und dann noch vielleicht noch ein paar oben drauf, dann sage ich mal, es weniger wäre. Dann ist es doch meine Rechnung gewesen. Da sehen wir schon, da hat einer das ein bisschen im Griff da mit diesen Quiz. Aber vielleicht kann der Michael ausgleichen mit der zweiten Frage. Wir gehen weiter. Zuerst Antwort von Sven. Wie viele Shorthander erzielten die SCL Tigers? Ich gehe mal mit 8. Puh, 8. Also einmal ist die Frage, wie viel das Bern überkommen hat. Das waren 6 gewesen. 8 wäre ja, schon noch viel. Ich sage jetzt weniger. Du sagst weniger und hast den ersten Punkt. Das sind nämlich nur 3 gewesen. 3 Shorthander, ja. Die SCL Tigers erzielt haben. Somit ist das Finale wieder ausgeglichen, 1-1. Habt ihr jetzt in der Zwischenzeit, ihr habt ja gewusst, was so ein bisschen für Fragen kommen, so Statistik-Sachen, habt ihr noch so ein bisschen nachgeschaut, dass ihr ready sind oder habt ihr euch völlig überrascht? Also, um ehrlich zu sein, ich habe mich recht überraschen lassen. Aber logisch, du bist vielleicht mal heute noch auf Elite Prospect, hast du heute das
Sets wird ja angeschaut von Bio oder irgend so etwas. Aber jetzt mit diesen Zuschauerzahlen oder so, habe ich mich wirklich überraschen lassen. Ja, ich habe damit gerechnet natürlich, dass ich vielleicht so ein bisschen nachschauen. Und darum haben wir uns hoffentlich Fragen überlegt, die wir wirklich schätzen müssen und nicht gerade wissen. Wir kommen zur dritten Frage. Wie viele 10-Minuten-Strafen gab es in der Regular Season gegen den HCD? Der Michael muss zuerst antworten. Zehner. Wie viele Zehner hat es gegen den Fuss? Das ist mega schwierig. Gibt es nicht gerade jedes Spiel, aber es gibt gleich noch öfter als du denkst. Hätte es gesagt, 6. Der Michael sagt 6. Weißt du, Sven, wie viel das kassiert haben, wie viele Zehner? Die ganze Saison. Ja, wo ein Spieler von euch bestraft worden ist mit einer 10 Minuten. Das haben wir uns recht zurückgehalten. Ich glaube, es hat einmal einen Fünfer gehabt. Ich glaube, es war der Vreni. Und ich sage weniger. Du sagst weniger? Sechs. Ja. Der Michael weiss offenbar besser Bescheid über den HCD, wenn es um 10 Minuten Strafe geht, weil es sind genau 6 gewesen, wie du gesagt hast, ja. Michael. Ja, gut. Du 2-1. Du schaust am nicht zu, wenn der Match läuft. Du denkst einfach so. Ja, nein. Meistens bin ich wie der, der Zähler frisst. Das habe ich, glaube ich, keinen gefressen, nur im Kopf mal. Also, jetzt kommt natürlich die vierte Frage und wir können ziemlich erwarten, was da kommt. Wie viele 10 Minuten Strafen gab es in der Regular Season gegen den ERC Biel? Ja, gut. Und da muss jetzt Sven die erste Antwort geben. Der Michael hat sozusagen das Breakhold, führt mit 2-1. Ich glaube, der hat schon ein paar Holdecken nicht drin. Ah, der Fisch ist recht ruhig geworden mittlerweile. ich sage dir, heute mehr geholt als mir, dann gehe ich mit 8-mal. Michael, weißt du es? Nein, ich weiß es nicht, aber ich hätte jetzt gesagt, wir hätten weniger geholt, aber vielleicht bin ich auch so geblendet wie der Sven, aber ich sage jetzt mal weniger. Du sagst weniger und das ist richtig, es sind 5. Yes. Und plötzlich steht es 3-1 für den ERC Biel. Ja, und der Sven mit dem HCD unter Druck. Der nächste Frage. Frage 5. Wie viele Tore gab es zwischen Biel und Davos in den 4 Regular Season Partien? Also in allen 4 Spielen, die wir gegeneinander hatten in dieser Saison. Wie viele Goal hat es gegeben? Michael gibt die erste Antwort. Ja, sicher viel. Ich glaube, wir haben letzte Saison viel Goal immer gehabt. Und diese Saison, glaube ich, wieder eher viel. Aber ich habe nicht alle Spiele gespielt, darum weiss ich es nicht. Aber rechnet mal mit so 5 im Schnitt. Das wären 20 Goal. Du sagst 20, wie viel sagt der Sven? Also für beide Mannschaften? Ah ja, beide Scores zusammengerechnet, genau. Also wenn wir zum Beispiel ein Spiel 3-1 hatten, dann sind es 4. Jetzt bin ich recht unter Druck. Ja. Wenn der, also 20... ich weiß nicht mehr, was viel, oder? Das ist gewesen. Ja, nein. Ja, das ist eine gute Antwort von dir, 20. Ich sage mal mehr. Der Sven sagt mehr und es ist richtig, dass es mehr sind. Es sind 24 Goal. Schön. Was geht? Der Sven bleibt dran. Der HCD bleibt dran in dem Finale. Weiterhin aber die Führung für den Michael und den ERC Biel 3-2. Wir kommen zur sechsten Frage. Sven, du hast über alle 7 Spiele jeweils müssen. Wir sehen nochmal, wie weit es da geht in dem Finale. Wir kommen zur sechsten Frage. In welchem Jahr ist IIHF-Präsident René Fasel geboren?
Der Sven muss als erstes antworten. Wow. Wie alt ist der? Stellst du dir mir gerade so vor, gell? Und denkst du, ja, wie alt könnte das der sein? Ja, nein, jetzt muss ich noch überlegen, jetzt muss ich das selber noch rechnen. Also, wir haben 2020. Super. Ja. Bravo. Sagt der Sven. Das heisst, jetzt müssten wir mal schnell rechnen. Wie alt schätzt du? 61. Ja. Plus minus. Ja, ist mega schwierig. Aber er ist so lange schon dort dabei. Ich glaube, er ist ein bisschen älter. Ich glaube, er ist ein bisschen älter. Aber natürlich sehr jung geblieben. Aber. Das ist so schwierig zu sagen. Aber ich sage, er ist ein bisschen älter. Er ist älter und das heisst, du willst sagen, er ist früher als 1959 geboren. Ja. Bist du sicher? Willst du die Antwort? 100% sicher. 100% sicher. Und du hast dabei recht, er ist 1950 geboren. Und yes! Dann haben wir einen Sieger für den Playoff-Quiz-Fights. So gut. Ei. Der Michael Hügli gewinnt also mit dem EHC Biel den Meistertitel. Wer hätte das gedacht? Der Schweizer Meistertitel im Playoff-Quiz-Fight von MySports. Immerhin. Den Titel, den hast du geholt. Gratulation, herzliche Gratulation von Seiten von MySports. Von Davos so gratulieren. Wie gross ist die Enttäuschung, Sven? Jetzt kannst du so ein paar Floskeln bringen, die das zusammen bringst. Ja, also ich bin jetzt so der Floskeln. Du nicht, gell? Nein. Nein. Nein, ja, logisch, die Enttäuschung ist da, aber was soll ich sagen? Wir müssen, glaube ich, das auch ein bisschen härter trainieren, wenn es schon die ersten zwei Runden in etwa 7 Spielen gibt. Vielleicht ist es ein bisschen Pusten ausgegangen. Ja, und Michael, jetzt noch deine Siegesansprache. Ja, nicht viel. Stolz, dass ich das Seeland bringe da. Nach zweimal Scheitern im Halbfinale des vorherigen Jahres haben wir es durchgezogen und jetzt. Gibt es einen guten Sommer. Also, der Michael Hügli ist der Quizmeister. Ja, aber ich habe eine Frage. Ja. Wir wissen nicht, wie feiern in Biel. Wo ist das Bier? Ja, das müssen wir zuerst noch holen. Wir wissen ja schon, dass der Sven hätte wahrscheinlich schon eins ready gehabt, oder? Ja, komm, zeig das mal. Ja, wenn ich ja, Gin-Flasche hätte. Ja, dann bringen wir doch die. Ja, nur kannst du ja gleich einen Schluck nehmen. Das ist wie bei den Meisterzigarren, die man einmal schon parat hat. Und dann kann man sie gleich nicht brauchen, aber man kauft sie gleich noch. Das ist doch das Gleiche. Ja. Gut, dann danke vielmals. Nochmal herzliche Gratulation, Michael. Cool gemacht. Danke. Merci dir. Und Preis haben wir jetzt leider keinen Pokal oder so, aber es ist Ruhm und Ehre. Und sonst laden wir dich mal ein ins MySports-Studio, wenn du mal kommst. Ja, nächste Saison dann, genau. Ja, wenn wieder mal Hockey gespielt wird, oder? Das wäre ja auch. Ja, das bist du eh schon mal gewesen, nicht? Ja, bin ich mal gewesen. Stimmt. Ja, okay. Ja, ja. Also, das kannst du auch sagen, dann laden wir das Sven mal ein, oder? Oder dann kommen wir dabei. Ja. Ja, das ist schon gut. Hey, merci vielmal. Noch einen schönen merci Sommer. Dir. Und dann geht es hoffentlich bald wieder los auf dem Eis. Ja. Ciao zusammen. Ja. Ciao. Tschüss.